Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und Sie haben es in der Überschrift schon gesehen, im Thema. Ich will heute der Frage nachgehen, haben Koi im ersten Jahr, nachdem sie von Japan aus nach Europa exportiert werden, haben die dann erstmal einen Wachstumsstopp oder ein deutlich verlangsamtes Wachstum oder nicht? Weil viele meiner Kunden haben mir oft erzählt, ja, im ersten Jahr, der Fisch, den sie mir verkauft haben, der wächst nicht, der wächst nicht, der wächst nicht. Und dann plötzlich im zweiten, dritten Jahr legen die richtig los und wachsen dann sogar in einer Geschwindigkeit, wo es manchmal so aussieht, als hätten sie das verlorene Wachstum wieder aufgeholt. Und wir sind hier an einem Teich, wo wirklich alles Erdenkliche getan wird, dass die Koi auch tatsächlich gut wachsen. Und ich habe jetzt auch nicht irgendwelche Koi genommen, sondern ich habe zwei exzellente Kohaku und einen exzellenten Kutschaku, die also von Wachstumspotenzial in der obersten Liga spielen, habe ich jetzt mal rausgekeschert. Die Fische sind vor 3 Monaten hier angekommen. Beide Kohaku haben 67 cm gemessen und der Kutschaku 63 cm mit 3 Jahren. Und sollte es jetzt das Wachstum oder die Größe bei 64 cm liegen, dann würde ich sagen, ist wirklich was dran, dass da das erste Jahr mit einem reduzierten Wachstum verbunden ist, weil die Fische hatten hier auch aufgrund des warmen Sommers, der hohen Teichtemperaturen, und die haben hier wirklich hervorragende Wasserqualität und haben eine mehr als ausreichende Menge Futter bekommen. Und da sollte das Wachstum jetzt beim Kutschaku, ich sage mal, auf 65 cm mindestens sein und bei den Kohaku 69, 70 cm könnten es schon sein oder sollten es schon sein. So, jetzt nehme ich die Kamera mal in die Hand und dann schauen wir uns das einfach mal an. Ich habe sie vorher noch nicht gemessen. Das mache ich jetzt gemeinsam mit Ihnen. Hier haben Sie erstmal noch unsere Koi-ID-Karten. Hier haben wir den einen Kohaku, den zweiten und den dritten. So, haben Sie jetzt gesehen, wie die aussehen. Müssen wir die Kamera anders einstellen kurz. So, dann öffnen wir mal die Box hier. Dann fangen wir mal mit dem kleinsten an. Kutschaku. Ich werde Ihnen auch ein paar Worte zu den Fischen sagen. Ganz wichtig, wenn Sie die Möglichkeit haben, die Box zu verschließen, tun Sie das. So. 67, 68 cm. Geh mal da richtig drauf von der anderen Seite, dass man das sieht. Nicht so nah ran von der anderen Seite. Also der Koi kam mit 63 cm und ist jetzt in 3 Monaten 5 cm gewachsen. Das ist einer der besten Kutschaku des Jahrgangs. Schauen Sie sich das Kutschaku Han an. Das ist perfekt auf roter Zeichnung, genauso wie auf weißer Haut. Der Kopf hier vorne ist noch ein bisschen gelb. Das ist dem Alter geschuldet und vor allem dem hohen Farbstoffwechsel. Es ist ein Beni Kutschaku. Beni Kutschaku heißt, er besitzt das dunkle Rot, nicht das hell-orangene Rot. Und die Körperstruktur ist sensationell. Alex, er hat Stäbchen. Weil du das immer fragst, ob er das hat oder nicht, das war jetzt ein Insider, muss auch mal sein. Also er wird nicht nur groß werden, der Fisch, sondern er wird auch ein gutes Volumen aufbauen. Hier sieht man schon, er hat einen schönen Laichansatz, haben Sie ja in dem Showa-Update gesehen. Das haben nicht alle Fische und bilden auch nicht alle so in gewünschter Form aus. Also das ist eine ganz, ganz feine Kutschaku-Qualität, um nicht zu sagen die beste. Also er hat den Mythos zumindest für sich mal widerlegt. Jetzt schauen wir uns aber die Kohakus an, die hier mit 67 cm angetreten sind. Und rein gefühlt kann ich Ihnen jetzt schon sagen, wird das mehr sein. Schnell wieder zu. Oh, ein bisschen Kiemenbluten. Nicht so schlimm. Hier haben wir unglaubliche 73 cm, also der Fisch ist in 3 Monaten 6 cm gewachsen. Die Farbe ist gerade etwas unten, das heißt, das Rot ist heller, als es im Herbst war. Aber das ist natürlich den hohen Wassertemperaturen und dem starken Wachstum geschuldet. Das Rot ist nach wie vor perfekt. Wenn Sie Rot bewerben wollen, jetzt einfach mal so als Nebenbemerkung, schauen Sie erst das Kiva am Kopf an. Das muss Rasiermesser scharf sein, dann ist keine Gefahr, dass sich's verliert. Auch am Körper, das hier, die Linie ist das Kiva, also die Rotabgrenzung zum Weiß, zum Schwanz hin. Das vordere ist das Sashi, da sehen Sie diese hell-orangene Linie oder die pinkfarbene Linie. Und da kann ich Ihnen sagen,
Das ist mehr als sensationell und der Fisch wird hier wahrscheinlich so viel wachsen, wenn nicht sogar mehr, als er in Japan gewachsen wäre, wenn er da jetzt im Naturteich wäre, weil wir wissen ja nicht, wie da die Bedingungen sind in diesem Jahr. Die Haut ist auch ein bisschen gelb, aber auch das ist natürlich Farbstoffwechsel. Und immer dran denken, Black Label und Konishi grün, nichts anderes wird hier nicht gefüttert. Da mache ich jetzt einfach mal Werbung in eigener Sache. Wir haben übrigens eine ganz neue Lieferung vom einen und vom anderen bekommen, also topfrisch. Jetzt schauen wir uns den zweiten Kohaku an. Ich glaube, der war ein bisschen kleiner. So, schauen wir. Da haben wir 72 cm. Ja, genau, 72 cm, also auch 5 cm gewachsen. Schauen Sie sich auch an, wieder Kiwa, Rasiermesser scharf. Ist im Prinzip genau die gleiche Geschichte wie beim anderen Kohaku. Kann auch nicht viel anders sein. Das sind Geschwister, gleiche Eltern, komplett gleiche Farbqualität, gleiche Körperstruktur. Er hat auch eine herausragend gute Zeichnung. Schauen Sie sich das an, den großen Maru-Tenfleck, dann weiß auf der Schulter. Da öffnet er sich, wichtig für die Eleganz. Schauen Sie sich die besten Kohaku an, die haben immer irgendwo auf der Schulter weiß. Und dann interessant gezeichnetes Zeichnungsmerkmal im Mittelbereich. Und dann Schwanzansatz, genau 2-3 cm vor Beginn der Schwanzflosse, endet die rote Zeichnung. Sandan Kohaku, Sandan, weil dreifach aufgeteilt. Ein Traum. Oder wie Sven Böhmer sagen würde, ein wunderschöner Fisch. Also, dann haben wir jetzt zumindest mal bei den drei Koi, die mit Weltklasse-Wachstumspotenzial ausgestattet sind, aufgrund ihrer hervorragenden Körperstruktur, da haben wir jetzt den Mythos mal widerlegt und sagen einfach, wenn die Bedingungen stimmen, wenn die Futtermenge stimmt, die Wasserqualität stimmt, die Wassertemperatur stimmt und vor allem auch die Futterqualität, dann können Koi hier ankommen und können quasi mit dem Wachstum durchstarten. Die waren übrigens 4 Wochen bei uns in Quarantäne und dann sind sie hier umgesiedelt. Aber das Video haben Sie ja, glaube ich, damals gesehen, da war Olli mit dabei. Also, in diesem Sinne machen wir jetzt gleich weiter hier.